auf. Und deine Muni. Das Ach sind diese ja. Schränke, die normalerweise hier rumstehen. Ja, ganz kurz. Wer wissen möchte, wie diese Map heißt, wie heißt sie? Coolcraft. Coolcraft. Könnt ihr ja da oben sehen, Server Coolcraft Trading. Wenn ihr wollt, könnt ihr da ja auch mal drauf joinen. Wenn ihr Hol dir dazu. den, hol dir den, hol dir den! Mach den Platz. Oh, geil! Yes! 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 Jawohl, ich habe ihn endlich bekommen. Was? Nice! Was denn? Mit einem Spion habe ich einen neuen Dolch. Einen ganz neuen. Und zwar einen Kunai. Und dieses Kunai hat eine richtig geile Fähigkeit. Und zwar, wenn ich jetzt einen wegschnetzel, töte ich ihn nicht im gewöhnlichen Sinne, sondern ich absorbiere sein Leben. Okay. Geil, oder? Aber was ist, wenn er sein Leben voll ist? Dann kriegst Dann du. ist weg sein Leben und das gehört mir. Boah, ich kann gerade hier gar nichts machen. Der Typ, der hat wieder diese Instant Kill, die Axt des kopflosen Reiters oder wie auch immer die heißt. Ah Mist, dagegen hat man keine Chance. Wenn einer beim Pyro, wenn er den angerannt kommen sieht, wie so ein Psycho wie mich gerade, mit seinem Flammenschuss, dann geht er einfach so weit weg, dass ich ihn nicht treffe und schießt mit seinen Drecksgranaten auf mich. Ja. Das ist so ein bisschen der Nachteil von Pyro, glaube ich. Aber auf mittel, aber ja, man kann sagen, der Pyro ist so mittlere Nahkampf, mittlere Fernkampf. Klasse. Und ja, durch seine Flammen hat er nur wirklich eine mittlere Reichweite, nicht? Und Ja. Der Typ, der heißt Hive Cyberbok. Der ist bei den Roten im Team. Der hat halt so diese komische Reiterswaffe, mit der der Instant Kill macht. ah, okay. Ich habe bis jetzt Kills 11 und 14 Mal selber gestorben. Aber naja, gut, das hole ich noch auf, Ich glaub habe mal. zurzeit 34 Kills und 25 Tode. Echt? Ja. Noch. Ah, wie geil! Hier ist einer, ich kann dir den vielleicht mal gleich im Video angucken. Morgen oder so, oder wann auch immer ich das rausbringe. Da war ein Ja. Pyro mit dieser Traumwaffe, ne? Okay. Das Geile ist ja, warte mal. Ja, Sah nicht ja. der Pup, der sah nicht der Pups zwei Seifenblasen Nee, aus. Regenbögen! Laber doch Das ist kein. richtig geil, jetzt kannst du dir ein Video angucken, da kommen Regenbögen raus, das ist total geil. Und dadurch Dafür ist die fängst. Waffe automatisch oder brauche ich dazu auch die Brille mit dem Pyro an? Weiß ich nicht. Na dann. Ist eigentlich voll nice. Auf jeden. Ich hoffe, ich will ja auch diese Waffe vom Pyro haben. Aus meinem Trailer halt, ne, die er da so hat. Yo, ich sehe den Typ. Ich renne ihm jetzt mal gerade nach. Guck hier, der macht hier gerade. LOL. Siehst du das? Das ist ganz normaler Flammenschaden nur geskinnt oder was? Ja, ich glaube schon. Ach, ist das cool. Ich mache jetzt hier wieder ein paar Kills mit meinem geilen Schild, mit meinem geilen Elektroschild. Ach so. Welche Waffe ich ja ganz gerne von dir hätte, von deinem Pyro wäre ja die Waffe. Die hätte ich ja ganz gern. Aber irgendwie, wenn ihr da vielleicht Tipps habt, könnt ihr ja die ruhig mal gerne reinschreiben. Wir wissen nämlich leider nicht, wie man handelt. Also im anders Also ich gesagt, weiß, ich... ich kann handeln, meine Sachen kann ich handeln, aber er sei nicht, obwohl ich nichts, liegt das vielleicht daran, dass ich mir vielleicht mal was gekauft habe. Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Weil er kann nämlich nichts seiner Gegenstände handeln. Ich habe dieselben Gegenstände und kann die handeln. Also um Info wäre mal sehr cool von euch. Das wolltest du, glaube ich, so sagen, oder? Ja, eigentlich war das so. Deine Hoffnung. Richtig. Ah, schon wieder dieser Drecks-Heavy. Ich glaube, jetzt wechsle ich auch gerade mal. Jetzt habe ich oft genug, glaube ich, hier den Pyro gezeigt. Jetzt gehe ich mal auf meinen Heavy mit dem Feuerdrachen Gatling Gun Mega Brüller Teil. Super Deutsch. Das war eine Top. Trinken und Tschüssili. Haha. Oh, ich liebe diesen Energy Drink. Ah, Mann. Ich liebe den. Warte mal, Kopf abreißen. Yo, ich habe ein. Boah, das ist eine scheiß Waffe, ey. Was denn? Kopfabreißer, Waffenkack. Kopfabreißer? Ja, der kopflosen Reiter, Kopfabmacher da. Die Waffe, die du meinst, die sagst, diese Ja, Kacke hier. diese komische Instant Kill Waffe. Ja, jetzt habe ich es auch mal gespürt, zum ersten Mal. Die ist, wenn man die selber hat, ist die richtig geil, aber wenn man wenn die Gegen dich wenn verwendet wird, dann. ja. Aber Ah. man kann die sicher craften, das ist ja das Schöne. Ja? Man braucht dafür Luxusmetall und dann kann man die craften. Und das machst du halt aus deinen komischen Metalldingern da. Und wie kriege ich das Metall, indem ich Waffen kaputt mache, ne? Ja, angenommen dieser eine Diamond Bank Revolver oder wie auch immer der hieß. So. Ja.
den schmilzt man ein. Und dann bekommt man aus dem Diamond Bank bekommt man wie heißt es? Schrott. Genau, bekommt man Schrott. Und wenn man drei Schrott hat, also dreimal zwei Gegenstände eingeschmolzen, kann man davon auch noch mal was einschmelzen, bis man das dann auch irgendwie dreimal gemacht hat. Dann hat man so dreimal so normales Eisen. Und wenn du das dann noch dreimal eingeschmolzen hast, dann, dann kriegst du so ein edles Metall und daraus kannst du dir dann so eine Waffe bauen. Ist das dann nur einmal Edelmetall oder ist das dann dreimal Edelmetall? Das ist dann immer nur einmal Edelmetall, also... Also dreimal Schrott wird dann zu einmal Edelmetall, kann man sagen. Wenn der dreimal Schrott wird, wird zu einmal Metall und dreimal Metall wird zu einmal Edelmetall. Und aus drei Edelmetall bekommst du einmal, einmal diese Waffe da. Ach so. Und die hätte ich halt ziemlich gerne, weil mit dem Schutzschild zusammen in der Kombination... Für wen kann man die nur verwenden? Für den Demoman. Für niemand anderen? Ich weiß es nicht. Alter, der mit seiner Instant-Waffe, ne? Mm. Boah, weißt du was? Hier, der Heavy, der regt mich gerade auf. Ich muss dir mal ganz kurz loswerden. Du, ich kann auch one-hitten. Moment, das mache ich gerade mal. Du weißt, mit wem ich jetzt komme, ne? Mit deinem Spy? Ja, weil du... fährt jetzt zur Hölle. Weil du auch ein Oller... Ach, der ist schon zur Hölle gefahren, der ist gerade eingefroren. Weil du auch ein Oller Cheater bist und dir die Waffen kaufst. So. Ah, Mann. Also, wenn es laggt, dann kriege ich auch keine Kills hin. Das ist logisch. Ja. Ab und zu laggt es dann halt, weil ich habe Skype auf, ich habe ein Aufnahmeprogramm, das Game, dann habe ich, glaube ich, noch eine Internetseite auf, die ich eigentlich dazu machen könnte, wobei ich aber gerade da nicht rankomme, wegen der Aufnahme. Ach, scheiße, noch ein Heavy. Aber ich habe ja meine geile Schokolade, die ich essen kann. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Das sagt er sogar, wenn er das isst. Nein, ist ehrlich? Du hörst dann in dieser russischen Stimme so nom 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 nom, das ist richtig geil. Alter, die haben was voll gegen... Ach, der mit seiner Wichswaffe. Ah, leck mich doch. Ich muss jetzt nur mal ganz kurz einen Ort finden, wo ich in Ruhe meine Schokolade snacken kann. Und das Schöne ist, die Schokolade ist unendlich. Krass. Das ist gemein. Wieso kann ich... Ach, jetzt kann ich's essen. Alter. Wenn du dir das mal später in der Aufnahme vielleicht anhörst. Ja. Das ist so geil, der sagt... Der beißt da rein und sagt dann nom 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 nom. Richtig geil, Junge, in diesem geilen Russen Akzent. Das ist richtig geil. Lol. Oh, wie lange nehmen wir es hier schon auf? Gerade? Oh, schon 21 Minuten. Krasser Shit. Na dann. Das war knapp. Ich finde so ein bisschen, der Pyro ist so eine Mittelklasse, so mittelständiger Charakter. Der hat anständig Leben, macht aber richtig guten Schaden und hält so relativ was aus. Ja. Finde ich schon ziemlich cool. Ich habe mit dem auch momentan noch eine andere Waffe, ich habe die vorhin bekommen. Herdplatte, glaube ich, heißt die. Okay. Ja, aber ich habe keinen Plan, wie die so ist. Ich habe die noch nie verwendet. Und die Waffe, die ich hier habe, die finde ich schon ziemlich geil, weil wenn ich dich jetzt von hinten... töte, ja. Ja, genau. Anstupse, wollte ich erst sagen, aber das wäre noch... Das wäre noch falscher verstanden. Das wäre einfach... Nee. Wenn ich dich halt von hinten damit beflammiere, dann habe ich, ich glaube, 50% nochmal auf mehr Crit. Das ist doch schon ziemlich ordentlich. Ja. Ja. Das ist was, hör mal. Das ist was. So, warte mal, zack. Was haben meine Kills? 17, Tode, 26. Boah, schlechte Rate mal, ey. Das ist selten. Ich stand hier gerade so richtig behindert in der... da stand gerade so ein Solid, der richtig behindert in der Ecke. Und ich dachte, der greift mich noch an, weil der eben noch rumgelaufen ist. Aber nein! Der steht einfach nur in der Ecke rum, ich konnte den ganz easy abschlachten. Ja. Damit hast du nicht gerechnet. Sehr schön, Arsch. Sehr schön. Hinter nee, ist schon gut. Hinter uns ist nix. Das finde ich ja so geil, wenn du geradewegs auf einen Gegner zurennst mit diesem komischen Angriff. Ja. Dann macht er direkt Instant Kill. Ja, wenn man den richtig trifft oder was? Ja, wenn du, also du rennst auf den zu und dann schlag ich meistens noch einmal. Und dann macht er eigentlich ziemlich gut Kill. Ach guck mal, der haben wir zusammen gekillt. Hau den weg. Der hat mich getötet, der Penner. Na, ich konnte ihn nicht ganz weghauen. Aber
Alter, hier am Spawn bei denen, wie es hier abgeht gerade. Ja. Einfach mal die ganzen Granaten da reinballern. Komm her. Ach scheiße, jetzt bin ich. Diese komische Reiterswaffe, die nervt ein klein bisschen. Ich hab platt gemacht für dich, mein Freund. Oh, ich habe eine neue Waffe bekommen. Welche? Der schottische, das Handdruck oder so, keine Ahnung. Das ist eine, Waffe für meinen, hier Dings. Nice. Für mein... Einer hat den noch mit mir zusammen gekillt hier. Meinst du für deinen Scharfschützen oder für deinen? Nein, für den Demon. Aber die Waffe ist eigentlich total scheiße. Warum? Weil das ist nur, das ist bloß eine Glasflasche. Aber ich probier's einfach mal aus. Was soll's? Ich halt von solchen Nahkampfwaffen halte ich nichts. Wenn die gut sind, dann. Die ist halt stumpf, aber ich weiß nicht, ob sie gut ist. Muss ich halt mal ausprobieren. Du stirbst auch, mein Freund. Du stirbst auch. Die sterben ja alle. Ja, der hat mich abgematchelt, ne? Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese komische Flasche nix kann. Hast du im Urin, wa? Ja, weil ich habe gerade gegen einen Heavy gekämpft, habe dir mehrmals die Flasche auf den Kopf gehauen, ist nix passiert. Und dann hat der mich mit seinen komischen Fäusten angegriffen. Wie geil, ich habe gerade mitten eine Handgranate mitten ins Gesicht bekommen. Oder so eine Granate. Apropos, wenn du mal brennst, ne? Mhm. Dann renn zu mir. Weil dann fuck. Ja, ich wollte gerade mir hier Leben einverleiben, dann kommt dieser blöde Penner um die Ecke und ballert mich da einfach eiskalt weg. Scheiße, der hat mich. Da hat er mich erwischt, die kleine Nudel. Tja. Ah, komm vor. So, ich habe ja gar keine Uhr gestartet, also ich weiß gar nicht, ich geb gleich Zeit durch. Wir haben jetzt gerade. Oder machen wir dreiviertel Stunde, das bockt gerade mal richtig. Von mir aus gerne. Das liegt an dir, ne? Weil ich weiß, du hast genug Speicherplatz, also. Ja, Speicherplatz habe ich auf jeden Fall genug, aber die Zeit muss ich gucken dann. Dann schaue ich später mal. Scheiße, jetzt hat der Demo-Mann mich gekillt. Ich hab grad, jawohl, ich hab einen noch platt gemacht, boah, bin ich gut. Boah, wie der mich durch die Map gefetcht hat, das ist so geil. Wirklich, wenn du als Scout, ich springe ja meistens, dass die eine schlechtere Chance haben, mich zu treffen, ne? Ja, klar. So, ich springe und wenn du als Scout springst und dann irgendwie von einer Granate oder irgendwas anderem getroffen bist, du fetzt durch die ganze Map, weil der Scout ja sowas von leicht ist. Echt? Mhm. Also im Gegensatz zu so einer Rakete oder irgendwas anderem ist der... Ach, scheiße. Wen nehme ich denn mal? Ich möchte mal wieder ein bisschen mit meinem Sniper spielen. So, wo setze ich mich dafür am besten hin? Am besten auf irgend so einen Turm, ne? Ja. Alter. Ach so. Was denn? Ich dachte gerade, da ist ein Pyro auf mich zugerannt und ich dachte, der hätte mich gekillt mit seinem komischen Alter, ich war alle im Brand noch geschickt in meinem letzten Run. Alter, nice. Ich hab so alle noch erwischt. Aber ich glaube, die haben mich gerade abkühlen können oder wie so. Wie dumm der eine war. Da war gerade ein Sniper, der hat sich mitten ans Fenster gestellt. Nicht geduckt, kein gar nichts, steht einfach am Fenster. Und ich wusste, dass der da steht. Weil der sich nicht da wegbewegt hat und der mich eben schon gekillt hat. Tja. Also ich renn die Gegner einfach nur noch gerade übelst nieder, ja. Wie geht nochmal dieses Sprichwort mit Blutwurst? Rache ist Blutwurst oder so, ne? Ja, genau. Mit Blutwurst. ja. Boah, Alter. Ach so, das war der. Ich wollte gerade sagen, so what the fuck. Wie dumm die meisten Demons sind. Also diese. Ich sag einfach Demons. Die. Ja, was ist das denn? Wieso habe ich nur noch 4 Life, Alter? Was geht ab? Keine Ahnung, habe ich aber auch manchmal. Ja, es ist auch ganz eierige Ansicht gewesen. So eine komische, als ob ich was im Gesicht kleben hätte oder so. Alter! Aber irgendwas...
Wusstest du, dass hier ein Gebäude ist? Dieses eine Gebäude, da wo der Sniper, also ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, da wo der Sniper ist, da geht auch in die Wildwasserbahn runter. Okay. Da geht halt der Boden ich, auf. Ja, ich muss mal gerade ganz kurz hier. Ach scheiß, ach jetzt geht's oder was? Einmal zurück, wo ist er? Da. Okay, die habe ich angelegt. Ich hatte hier noch eine Cappy von mir auf. Boah, so. Diese Instant, diese komische Waffe des Reiters und so, die regt ja richtig auf. Der rennt ja damit die ganze Zeit nur durch, der schlägt ja bloß und rennt damit durch die Map.